Ja, schauen wir mal. Überraschend. Also, ich denke, die ersten zwei Pushes da kriegen, denn dann bleibt es auch erstmal einen Augenblick so. Oh, wow. Holland mit einem sehr krassen Push. Zwei Kills direkt. Und sind gerade schon auf dem Weg nach unten drinnen. Die haben das. Langer Spawn, 12 Sekunden. 8 Sekunden ist Respawn. Ja, Gizmo gleich an der Fleck. Naja, Fireball riecht den Braten, holt ihn sich noch. Aber Haya ist noch da. Sehr geil, haben sie wieder. Unten liegt Bombe. Habe ich eine richtige mitbekommen? Ja. Ja, die haben geplantet. Ah, das wird schwierig. Ja, das wird schwer. Dafür müsstest du jetzt so viel klären. Aber ist natürlich machbar, ne? Silent versucht hier ranzugehen. Na, er ist ja auch dran, aber. Das haben sie. Jetzt wird das knappe Geschichte. Das ist doch scheiße, ne? Da kriegst du echt Dreckreiz bei sowas, ne? Immer gut für uns, aber. 3 Sekunden waren es noch, aber jetzt natürlich Niederlande wieder unten drin, jetzt mit 3 Mann. Schwierig. Holland hält hier auf jeden Fall Pressure, ne? Die wollen Deutschland nicht auf ihre Posis lassen. Trotzdem fallen hier die Fans. Leider aber Thomas ist fein. Der Nate liegt noch drauf. Mensch, geht wieder. PF haben sie am Leben und jetzt sehen wir das und Support. Jetzt muss er sich hinlegen. Das haben die. Schade, ja, das Ende aus. Da war ein Ende im Gelände, kann man sagen. Ist ja meistens so, man kriegt den ersten Diffuse und dann ist aber so viel im Team aufgeblieben. Genau. Man halt nicht mehr rankommt. Also, ich frage mich immer noch, wie man am Anfang wie sofort zwei fallen. Und das war genau das Ding so ein bisschen, dass sie ja irgendwie Holland zu leicht die Cracks gegeben haben. Dadurch halt einfach nicht auf ihre Position kam, ne? Bestie's Nate hat, Raffle Nate hat einfach nicht getroffen, was ich gesehen habe. Von Niederlande schon halt, ne? Kubra hat getroffen, genau. Ja, ist ja auch immer so eine Sache. Du hast ja wahrscheinlich einen Backspawn-Inch gehabt, der selbstverständlich da den CP aufbaut. Genau, da stehen über 3 Spieler, ne? Das ist die erste Stage halt, ne? Den klatscht hier wieder rein raus. Top oder Flop. Ah, egal, die letzte Stage können sie auch und die Stage hier können sie eigentlich auch. Aber Holland geht nicht vom Gaspedal runter hier, wie wir sehen. Die drücken weiter. Die kommen halt auch immer mit 3 Mann auf einen. Gefühlt. Gehen jetzt hier schon auf den Mainplant. Also das sieht einfach bei Holland super strukturiert aus. Die Fakes fallen immer, wenn, egal wie man das backt, es klingelt. Ja. Machen es Deutschland natürlich auch hammer schwer, denn gar nicht irgendwie irgendwo mal auf einer Position zu lassen, so ein bisschen ins Spiel kommen zu lassen. Wie wir es eben halt auf Vader, auf West Vader zum Beispiel hatten. Und wenn sie das nicht zulassen, dann ist das auch genau die richtige Taktik von denen. Ja. Nach 12, 3 Minuten gespielt und alles schon fast auf. Zumindest gab es einen Diffuse an der Westwall und das ist schon mal gut. Das ist mal wieder ein bisschen Zeit. Ja. Der Diffuse am Main wäre mir lieber gewesen. Das wäre natürlich der Traum, aber... 8 Sekunden fürs East noch. Ja, das wird aber nicht mehr diffused werden. Fireball macht jetzt hier ein bisschen Spawn Rape. Kommt die Nate zu spät, glaube ich. Oh, wieder Kupras Nate hinten holt Blade. Der ist schon durch. Der Insane ist das. Der holt hier auch Silent auf Full, was super enorm wichtig ist. Jetzt fällt Simon da auch noch. Komplett East offen. Noch ein Fireball. Das gibt den Holländern ohne Ende Raum. Jetzt müssen sie sich hier im Spawn einkämpfen. Wissen, hinten sind die Spieler. Am East sind die Spieler. Oha, oha. Fireball kommt gar nicht rein ins Stubbenhaus. Crest wird auch noch. Der nimmt einfach nur mit. Aber das können die hier nochmal bekommen. Na, Kupra ist auf dem Weg nach oben, macht hier den Nate Spam. Bart steht das Ding schon auf. Boah, da passt einfach alles zeitmäßig, ne? Ja. Insane hier auch mit dem Trick Jump. Tatsache. Ja. 4 einfach. Minuten gespielt und das Gold ist schon am Tag. Holland macht hier keine halben Sachen. Oh, Holland in Form auf jeden Fall, ja. Also, wenn man das nicht besser wüsste, dann müsste man doch sagen, dass bei denen das ganze Land komplett lahmgelegt ist und Corona. Ja. Alle vom PC sitzen, ja. Ja, Holland war schon immer so. Also, seitdem die mit diesem Lineup hier vor 2-3 Jahren war das so, kamen die so ein bisschen rein. Aber die haben halt durchgenördet sich, also der Zeppes muss man auch sagen, super viel taktisch Zeit investiert und so weiter, dass er auch nebenbei Gegner analysiert und so weiter.
Aber das macht sich dann halt jetzt auch bezahlt, ne? Oder beziehungsweise eigentlich auch schon die letzten Jahre. Ich bin ja seitdem alles eigentlich mehr oder weniger. Und so ernst nehmen die halt auch den echten Cup, ne? Ich bin hier mit ihrem Top-Lineup. Eigentlich fehlt nur Haya statt, dafür spielt Squid, glaube ich, heute. Ah, ne, Haya spielt sogar. Also nicht mal Squid spielt. War es nicht früher sogar der Ati, der dafür die mal gespielt hat? Was ja, das war ja noch in Holland. Da waren sie aber noch nicht, das, was sie jetzt sind. Das Lineup, was sie hier spielen, das ist schon echt. Da kann man gar, findet man keinen Schwachpunkt, sagen wir es mal so. Also man würde bei Seppes anfangen, wenn man sagt, er hat nicht so ein gutes Aim wie manch andere, aber trotzdem ist der hier der Ansager, oder also der Taktiker, das gibt die Balls und so. Da passt schon alles zusammen bei den Jungs. Ja, also ich meine, aber trotzdem, muss man ganz ehrlich sein, auch 5,31 kann geschlagen werden, oder was das da eben war. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Es geht ja immer alles, aber ob das also, gegen die geht... Ich sag mal so, das ist schlagbar, aber dann brauchen sie im ersten Push nicht weg. Also brauchen sie im ersten Push auch ein paar gute Godshots, ne? Also ich sehe auch gerade, ja, dass... Ja, nicht nur dem, man muss ja auch sagen, alles, was danach kam, war ja auch einfach nur ein Spaziergang. Einfach durchgefahren, ja. Das haben wir nicht nach... Ja, schon ein hartes Ding hier von Holland. Holland hat ja halt auch mal 1000 Damage mehr gemacht. Im Angriff. Genau. Also, sah schon einiges aus. Also Deutschland stand in meinen Augen nicht einmal auf irgendeiner Position. Also die konnten da zu keiner Stage einmal auch normal stehen. Die haben durchweg Pressure gehabt durch Holland. Was Holland halt auch enorm gut und richtig gemacht hat. Aber, ja. Da muss man so einfach ehrlich sein und sagen, okay, Holland ist halt einfach heute auf jeden Fall zu krass. Very too strong. Cooper's Nate wieder einen rausgenommen. Aber Blade mit der Panzerfaust oben rausgenommen. Ja, ich glaube bei... Oh, und Cresti auch mit der Nate. Aber er spawnt jetzt auch und das reicht denen. Ja. Wenn die schnell reinkommen, wenn sie jetzt einen guten Spawnkill haben. Outlaw schießt gegen, zwei Spieler raus, Defect aber. Und jetzt fallen leider Defects für Holland. Leider. Ja. Ja, wenn du einmal unten drin stehst, hast du natürlich dann das Problem. Cool. Von beiden jetzt Seiten werden wir kriegst. Mal sehen. Holland hat auch direkt Druck bekommen, ne? Also zwei Frags gefallen. Hatten natürlich hier Glück, dass sie schneller respawned sind. Und ich noch ihre 14 Sekunden halten musste, die Party von fast alleine halten musste. Ja. Oh, cool, Deutschland ist schon drin. Was ja, aber hier von gut. Jede Menge Leichen unten drin. So, und jetzt wird Holland stehen. Und Sebes macht sich hier noch einen Spaß und hat hier gleich noch eine Mine gelegt, oder? Ne, der ist nach vorne gegangen. Ja, macht er jetzt, ja. Machen sie Minen. Klar. Jetzt und Outlaw Minen, jetzt. Das ist leider nicht mehr machbar. Nee, naja. Also will man nicht aussprechen, aber da müsst ihr ja schauen. Da müsste ja ein Wunder passieren bald. Ist das überhaupt möglich? Wenn jetzt überhaupt. Geht das in 4 Minuten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, aber das muss passen. Also da muss alles. Das Hauptproblem ist halt einfach, dass dann. Du musst den Truck ja immer mitschleifen und das ist das Hauptproblem. Also du brauchst den berühmten 7 Spieler, ja. Den Truck. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie eigentlich auch schon aufgegeben haben, innerlich. Aber trotzdessen haben die halt nun mal hier den stärksten Gegner, ne? So muss man es auch sehen. Die sind einfach eingespielt. Das ist. Da braucht man nicht schönreden oder sonst was. Gar nicht aufgeben. Die werden jetzt im Lower Bracket weiterspielen und da alles geben. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich nochmal im Finale hier treffen und bis dahin Deutschland auch 1000 Mal eingespielter ist, weil sie einfach viel mehr Spieler hatten. Und bis dahin werden nur noch drei, vier Wochen vergehen. Ich sehe da oben auch gerade nur Cupra im Killfeed, ne? Ja. Zwei Rifle Nade, K43, wieder Rifle Nade. Er steht schon vorne am Ali-Spawn. Das Timing sitzt einfach, da fliegen die Nade zur richtigen Zeit. Naja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn du Raider so abgibst oder so auf die letzten Sekunden, das hängt in den Knochen. Das sitzt mental bestimmt irgendwo. Spaß macht das nicht. Wäre das jetzt ein Double Full Hood, glaube ich, für die Nummer. Denke ich mal besser gelaufen. Vermute ich einfach mal. Weiß es nicht, aber ja, ja. Von der Sache her ist natürlich geiler, ne? Der Druck ist halt dann noch einfach da. Das ist dann einfach so. Wenn du mit 30 Sekunden auf der Uhr verlierst, dann denkst du dir, jetzt musst du aber laufen. Dann wirst du nicht, wie gut der Gegner auf der Map spielt, die da als nächstes kommt.
Also Holland hat ja einfach auch das beste mögliche Line-Up hingesetzt. Und ja. Jetzt Deutschland aber drin. Vielleicht werden sie jetzt... Nee, mal sehen, wie der Spawn-Kill jetzt läuft. Thomas hier in seinem Super mit geilen Nades. Aki, genau. Aber nicht rausgegibt, nur einen, glaube ich. Aber Insane steht wieder. Damit haben sie jetzt auf jeden Fall bei Holland Stress reingebracht, aber da kommt Gizmo so einfach runter. Kann machen, was er will da. Ja. Fireball mit Pistole. Uns halt auf einen Gizmo unten. Insane sitzt noch oben. Ne, der ist tot. Ja, aber kein Engine mehr am Leben. Ich glaube, den haben sie gegibt. Oder beide. Ja, sind doch immer gespawnt. 2 Minuten früher und das Ganze wird spannend geworden vielleicht noch, ne? Ja, oder einfach 12 Minuten halten. Wäre das eigentlich super gewesen, da 3 Minuten vorne zu haben, ist schon vollkommen in Ordnung. Ja, aber wir sehen hier jetzt nochmal, da wird schon gefragt wie ein Gold Rush, das heißt eine Map on top, wie letztens gegen Belgien, wo Deutschland dann nochmal Gold Rush gegen Belgien gespielt hat. Wo sie schon gewonnen hat. Auf jeden Fall gut für die Deutschen, ne? Train kann nicht schaden. Und wenn die Jungs so noch gut drauf sind, sind und wir noch früher, mit dabei, ne? Also früher, beziehungsweise mit unserem alten Lineup, hätten wir übrigens Gold Rush immer genommen. Also da konnte uns keiner was auf Gold Rush. Aber da sieht man halt, dass sich selber noch nicht zu sicher sind, ob es läuft oder nicht. Ansonsten hätten die immer Gold Rush genommen. Man respektiert hier einfach Holland, glaube ich, sehr doll. Ja. Also wir kennen nur verrückte Holländer. Ja. Im CW-Bereich. Aber man muss ja sagen, also irgendwie sind das ja lustige, nette Menschen, ne? Also ja, ich finde, die Holländer sind alle cool drauf. Also das Team, wir haben die jetzt auch oft schon auf Lagen getroffen und so weiter, die auch wirklich Leute, die völlig in Ordnung sind. Haben zwar auch ihre Macken, aber wer nicht, ne? Ja, normal. Und hier Insane und Seppes, super sympathisch. Seppes macht ja für die Community auch einen super Job, ne? Also jetzt gerade zur Zeit nicht, aber der mit mir 3 LANs auf die Beine gestellt oder 4 sogar. Wo er wirklich auch viel, viel Zeit investiert hat. Hier auch im Chat Leute unterwegs, die sich fragen, wow, ET gibt's noch und das wird noch gespielt. Ja, es wird noch gespielt und ja, es gibt auch immer noch den Hirntor-Server. Falls man ein bisschen Public spielen will. So ist es. Ja, was sollst du jetzt zu der Map hier noch sagen? Also ich meine, ich denke... Abhaken, vergessen. Und es gibt auch Teams, die sind einfach besser. Und das waren die Niederländer bis heute. Waren sie es einfach. Da kannst du nichts sagen. Ne? Obwohl Radar kann man immer noch sagen, okay, Double Full Hold wäre gut gewesen. Und dann wäre es anders vielleicht gelaufen.